Grizzlies. Sorry. Insgesamt 3 Tage veranstalten wir unsere Media Days zusammen mit der Filmburg um Olaf Levin, mit dem verrückten und total kreativen Team von Jacek Voss. Sahnefoto kennt jeder in Wolfsburg und natürlich auch unsere Agentur Cap 8. 3 total potente Partner mit riesigem Know-how, die für die Grizzlies brennen und hier aus der Region sind. Wir denken einfach, das passt ganz fantastisch zusammen. Das Besondere an diesem Grizzly Media Day ist wirklich die Kombination aus der Technik, die wir verwenden, weil die einzigartig ist. Also wir arbeiten hier mit der besten Technik, ich möchte behaupten, der Welt. Wir schießen die Bilder mit 100 Megapixel, das ist so das Nonplusultra. Und auch lichttechnisch arbeiten wir mit den Pro-10-Generatoren von Profoto. Das ist das schnellste Licht der Welt. Und das ist einzigartig und das macht unheimlich Spaß hier in der Truppe. Für uns von Profoto ist das Projekt insofern sehr spannend, weil man Mittelformatfotografie mit perfektem Licht nicht so sehr mit Sportfotografie assoziiert. Und wir freuen uns, dass wir mit den Grizzlies einen Partner gefunden haben, der auf so anspruchsvollem Niveau seine Werbesachen produzieren möchte, dass die Wahl auf uns als Lichthersteller gefallen ist. Wir machen die Bewegtbildaufnahmen von den Grizzlies, das haben wir im letzten Jahr schon gemacht. Und es geht darum, die Spieler sich vorzustellen auf Social Media. Die Starting Six vor den Spielen werden auf der Leinwand gezeigt und dafür filmen wir heute. Was ich total spannend finde bei den Grizzlies ist, dass es hier doch sehr familiär zugeht. Ne? Alle sind gleich beim Du. Es ist viel Vertrauen da auch in unserer Arbeit. Das ist schön. Ne? Wir werden nicht groß irgendwie begutachtet oder irgendwie es gibt keine Ängste. Es ist ein sehr familiäres Arbeiten. Media Day bedeutet, dass wir an den 2 Tagen im besten Fall das gesamte Bild- und Tonmaterial für die laufende Saison machen. Es sind harte Tage, wir arbeiten 2 Tage komplett durch, aber es macht unheimlich viel Spaß. Ich glaube, die Fans dürfen sich auf alle Fälle freuen auf sehr interessantes Material, weil es zeigt doch auch den ein oder anderen Grizzly sehr humorvoll, sehr professionell, sehr emotional. Ich denke, es ist für die Fans total klasse, dass sie die Grizzlies auch mal im Bewegtbild sehen können. Das kam letztes Jahr schon gut an und dieses Jahr haben wir uns natürlich auch ein paar neue Sachen ausgedacht. Wir gehen voll in die Offensive in unserer Kommunikation und in der Außendarstellung wollen wir dementsprechend auch auftreten und ich denke, alle Fans können sich darauf sehr freuen. Okay, 3, 2, 1.